Ja, fahren Sie bitte mal rechts ran hier. Ich glaube, den lasse ich gleich mal prüfen. Alles klar, der Halter ist Joseph Spillane. Ach du Scheiße, oh Gott. Lauf! Schiss, das Ding gefallen. Ich brauche nicht. Ich brauche sofort Unterstützung. Es werden weitere Einheiten benötigt. In Altona. Alter. Kollege lebt noch. Warte, die Waffe fallen. Person ausgeschaltet. Danke, Kollegen, dass ihr so schnell gekommen seid. Alter Schwede. Wo ist der Kollege? Okay. Der Kollege ist schon wieder auf einem weiteren Einsatz, so wie es aussieht. Ich werde hier mal eine Rettungseinheit kommen lassen. Notarzt. Alter, warum hat der es geschossen? Peter F6, wir haben den Täter im Blick und verfolgen. Okay, die verfolgen jetzt den Täter. Schau mal kurz ins Auto rein, da gab es eine blutige Zeitschrift Auto Motorsport. Ein Teddy mit Rasierklingen erstochen. Okay. Und verschiedene Telefone. Keine Ahnung, was der jetzt vorgehabt hat. Auf jeden Fall, der ältere Herr hier hat mich angegriffen. Und der Kollege hat auch noch einen weiteren festgenommen, so wie es aussieht. Glaube ich zumindest. Ich werde jetzt noch diese Person filzen. Okay, der Notarzt ist schon da. Oh, danke schön, dass Sie mich noch geheilt haben. Mann, oh Mann, das ist ja wieder abgegangen in den ersten Minuten hier. Salzsteinlampe. Das habe ich noch gar nie gehört. Verzinkte Stahlkappe für elektrische Masten. Okay, ja. Ein paar Leuchten hat er noch dabei. Ein Spannbetttuch. Ein Jersey-Spannbetttuch und ein Dakota-Spannbetttuch. Das muss man so dabei haben. Jetzt lassen wir mal den Notarzt hier. Mit dem dreckigen Pickup gekommen ist. Ein bisschen arbeiten. Oh, sorry, Kollege. Ich wollte noch mal kurz den Truck hier parken, damit der Verkehr hier wieder fließt. Wir können eigentlich wieder weiterfahren. Wir haben ja alles im Griff. Aber der ist definitiv gestorben. Da können wir gleich mal einen Gerichtsmediziner kommen lassen. Okay, der Kollege ist wieder da. Da hat in dem Fall niemand geschnappt. Keine Ahnung, was der jetzt wieder gemacht hat. Komm, steig ein. Okay. Machst du jetzt noch eine Kniebeuge oder was? Magst du nicht reinkommen? Kollege? Hast du eine heiße Spur gefunden oder was? Was machst du denn da? Da ist ja nichts. Komm. Komm, steig ein. Gut. Keine Ahnung, was er jetzt noch gemacht hat. Die Leiche wird auf jeden Fall abtransportiert. Wir haben momentan keine Einsatzzentrale. Wir haben nur ein Einschussloch hinten. Da hat es mich nämlich ordentlich erwischt. Und vorher haben wir auch noch ein Einschussloch. Also der erste Einsatz ist mal schon ordentlich aus den Fugen geraten hier. Wollte man nur einfach eine normale Verkehrskontrolle machen und schon hat es geballert hier. Okay, irgendwas wurde geklaut. Hier haben wir gerade reinbekommen. Aber wir können mal ohne Blaulicht hinfahren. Vielleicht ist ja der Täter noch vor Ort. Schauen wir mal. Ja, das ist wieder so ein Callout. Da wurde eine Person überfallen, ja. Was wurde denn geklaut? Die Dame. Können Sie noch mehr beschreiben? Ah, alles klar. Ein Handy wurde geklaut. Gut. Wir werden dem nachgehen. Wir haben die GPS-Daten des Handys. Da können wir uns den Kollegen holen. Machen wir natürlich immer wieder schöne Polizeiarbeit hier. Weit ist auch nicht gekommen, der Handy-Dieb. Der muss irgendwo hier um die Ecke sein. Und mal hier ist er zumindest nicht, da ist keine Person. Sind wir schön eine Runde gefahren hier um den Block. Wo sind denn hier noch Personen? Da vorne ist noch jemand. Jawohl, okay. Der im Auto, silbriges Auto,
fährt jetzt davon. Bleiben Sie stehen oder fahren Sie rechts ran. Er fährt nicht rechts ran. Wird das eine Verfolgungsjagd? Das wird, glaube ich, eine Verfolgungsjagd, ja. Brauche noch Unterstützungseinheiten. Oh Mann. Peter F6 ist unterwegs. Bleib doch stehen hier, das gibt's doch nicht. Obwohl wir ja in. Okay, er fährt auf dem Pier raus. In Amerika dürften wir wahrscheinlich mal die Waffe ziehen. Aber wir machen jetzt noch nichts, wir warten noch ab. Wo fährt er hin? Er fährt nicht auf dem Pier raus. Okay, er fährt den Kreis wahrscheinlich. Peter F6, Täter gesichtet. Nein, er haut ab. Er haut ab, er haut ab. Okay. Er hat einen Unfall gebaut, liegt jetzt fast auf der Seite, ist fast gecrashed hier. Alter, wo fährt er denn hin? Ich bin fast zu breit für das Auto hier. Person flüchtet wieder raus und hat eine Person überfahren. Gut, geht ihr noch gut? Mann, wo sind eigentlich die Unterstützungskollegen? Ich hab doch so viele gerufen. Er hat uns jetzt wieder ordentlich verarscht hier am Pier. Aber jetzt versuchen wir mal ohne. Oh, okay, der Kollege kommt da rausgefahren. Wir versuchen jetzt mal ohne zu schießen. Vielleicht mal mit Rammen oder so. Alter. Peter F6, wir haben den Täter im Blick und verfolgen. Genau, bleiben Sie doch mal stehen. Das Auto ist eh schon beschädigt. Dadurch, dass er einen Unfall gebaut hat. Sind die Kollegen jetzt auch mal vor Ort? Okay. Dann kommt der erste. Dodge Charger. Versucht jetzt wahrscheinlich zu pitten, nehme ich an. Dann kommt auch der zweite. Alter, jetzt war aber schnell. Und der erste Polizeiwagen ist in der so ein Würstchen-Imbissbuden-Auto gecrashed. So, wo ist er denn? Wo fährst denn du? Alter, der fährt hier Leute um. Da ist mal eine Polizei hier. Da vorne steht er, oder fährt er. Ist immer unterwegs. Kleinen Drift genehmigt und jetzt werde ich mal pitten, falls ich ihn irgendwie rammen kann. Eine Frau kommt hier raus, Hände hoch, auf die Knie und Hände hinter den Kopf. Peter F6, Peter jetzt zu Fuß unterwegs. Alter, die Polizeifahrzeuge, die haben es drauf. Gut, wir haben die. Die sollte jetzt das Telefon dabei haben. Okay, der steht auch noch unter Betäubungsmittel. Muss mal kurz die Sirene ausschalten. Die Kollegen dürften da mal wieder abhauen. Danke für die Unterstützung. So. Wir haben die Personalien schon mal. Und jetzt könnte man sie noch schnell durchsuchen. Kollege, mach das mal. Alter, was für ein Lärm hier. So, die hatte nichts dabei. Rachel Russo. Da schaue ich gleich mal in mein Tablet rein. Ja, die Fahrerlaubnis ist noch abgelaufen. Okay, alles klar. Ein kleiner Delikt hat sie noch so. Schauen wir nochmal ins Fahrzeug rein, würde ich sagen. Vielleicht fehlt mir da noch das Handy. Okay, Tasche mit Juwelier, Inventar. Ein Kostüm, sage ich jetzt einfach mal. Stahlfelge, Krupptoaster, Ersatzrad, Beckenknochen-Skulptur. Interessant, aber kein Handy. Hat sie das Handy wahrscheinlich während der Fahrt rausgeworfen? Ja, ich werde sie mal aufs Revier bringen lassen und das Fahrzeug werden wir abschleppen. Es werden weitere Einheiten benötigt. Auf. So, sie kommen aufs Revier. In Alter, der Ford, der sieht auch schon wieder übel aus hier.
Da braucht man wieder eine Wäsche und eine Schnellreparatur. So, wir brauchen hier noch eine Einheit, die die Dame abholt. Kommt die bald? Okay, da gab es einen kleinen Unfall da hinten. Mit dem Polizeitransporter. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt noch klappt. Auf jeden Fall kommt da jetzt jemand und holt die Dame ab. Ich werde ihm noch kurz helfen. Ich werde ihm noch kurz das Fahrzeug aufstellen. So, gut. Dann können die dann weiterfahren. Alles klar, Zentrale, wir sind wieder verfügbar. Code 4. So, interessant. Vor uns haben wir einen State Trooper hier von North Carolina. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir gerade einen Einsatz bekommen von der Zentrale ohne Funk. Eine Leiche wurde gefunden. Eine tote Leiche, wollte ich gerade sagen. Was ist mit dem State Trooper los? Dem geht's gar nicht gut. Okay, da liegt auch schon die besagte Leiche, aber der State Trooper da hinten. Da hat er gerade einen Herzinfarkt. Alter. Ich glaube, da sollten wir auch mal vorbeifahren. Ich lasse jetzt das Auto mal hier so stehen und gehe mal zu dem State Trooper hin. Da die Person eh schon tot ist, müssen wir ja nicht mehr weiter die Rettung rufen. Ich möchte mal wissen, was mit dem ist, ob der noch lebt. Hallo? Alles gut bei Ihnen? Oder bei Ihnen beiden? Ja, die sehen zufrieden aus. Alles klar. Wahrscheinlich waren sie noch ein bisschen geschockt wegen der Leiche. Ich dachte, die sind jetzt tot. Das Fahrzeug sieht auch cool aus. So, jetzt müssen wir noch gucken, wer das ist. Vielleicht könnte man noch einen Notarzt holen oder so. Na, die wurde angeschossen. Oh, das sieht aber übel aus. Ich glaube, da hilft auch kein Notarzt mehr. Wir werden die Person mal durchfilzen. Verkehrsumleitung funktioniert noch. So. Eine Fahne haben sie dabei. Unterbodenbeleuchtung. Eine Antenne. Videoumschaltpult. Ein Corsa-Aufkleber. Tja. Wer ist denn das? Personalausweis haben wir auch gefunden. Allegra Dall. Die hat noch gar nichts gemacht. Die hat noch wirklich gar nichts gemacht, aber die hat Schusswunden. Ich werde jetzt doch mal die Rettung rufen. Beziehungsweise, ja, holen wir mal den Rettungsdienst. Es werden weitere Einheiten benötigt. So, fahren Sie bitte weiter mit Ihren teuren Schlitten hier. Ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen. So. So, die Rettungskräfte sind auch schon da. Wunderbar. Kommen Sie mal her. Vielleicht lebt sie ja noch. In GTA passieren ja immer wieder Wunder und lustige Sachen. Der hat ja eigentlich auch ganz... Okay. Okay. Vielleicht können Sie mal kurz stehen bleiben. Oh, aua! Oh. So, mit dem Überfahren haben sie es ja. Kommen Sie mal raus. Hallo. Er fährt jetzt aber nicht direkt davon. Okay. Der haut ab. Und sie hat es tatsächlich geschafft. Ja gut. Dann wird die mal mitgenommen. Können wir den jetzt noch nachfahren? Ja, der werden wir wahrscheinlich verloren haben. Komm rein. Der weiße Sportwagen wird jetzt wahrscheinlich weg sein, oder? Oder ist er das da vorne? Das ist er doch, oder? Oh ne, der hat ein bisschen anders ausgesehen. Schade, dass wir den nicht mehr gekriegt haben. Das wäre jetzt noch interessant gewesen. Da ist auch noch eine Kontrolle. Okay, da scheint aber auch alles in Ordnung zu sein. Wunderbar. Okay. Ich glaube, wir sollten ihn nochmal kontrollieren, wenn er fast in mich reinfährt hier. Polizei, packen Sie ihn ab, wo er es drin hat. Hallo, fahren Sie mal da rechts ran, ja. Noch ein bisschen, da ist ein Mülleimer. Okay. Ich komme nicht über den Randstein. So, diesmal ziehe ich meine Waffe gleich. Falls der wieder schießt oder sowas. Ah, scheint ganz ruhig zu sein. Ich möchte, dass sie mal aussteigen. Dann haben wir nämlich alles im Blick. So,
So. Und dann folgen Sie mir mal unauffällig. So, kommen Sie mal mit. Gehen wir hier mal auf den Bürgersteig. Waffe, ja, ich kann ihn auch wieder einstecken. Ich möchte mal wissen, ob er einen Ausweis hat. Er hat was, jawohl. Stecken wir mal die Waffe wieder ein. Danny Woods. Schau mal kurz rein in ihre Akte. Mr. Woods. Brandstiftung hat er mal gemacht. Oh, krass. Machen wir mal hier einen Alkoholtest. Kollege, wird das jetzt machen? Sie sind fast in mich reingefahren vorhin. Ich weiß, Sie hatten gerade eine Kontrolle, aber ja. Vielleicht sind Sie ja wirklich betrunken. Nein, ist er nicht. Haben Sie irgendwelche Drogen genommen oder sowas? Sagt er nichts. Ich schaue mal kurz ins Fahrzeug rein. Das hat der Kollege, glaube ich, noch nicht gemacht. Auch Drogen hat er keine. Er hat ein paar Handgranaten dabei. Ach du Scheiße. Gut, Mr. Woods. Sie sind festgenommen. Weil sie... Okay, er haut ab. Kollege, er haut ab. Oh Mann. Das bringt doch nichts. Peter 116. Wegen ein paar Handgranaten müssen sie nicht gleich flüchten. Aber jetzt hat es natürlich schlimmer gemacht. So, stehen bleiben. Ich werde mal einen Fuß schießen. Der ist mir zu schnell. Stopp jetzt. Auf den Boden. Hände hinter den Kopf. Oh, Mr. Woods, Sie haben es gerade noch mal schlimmer gemacht. Da werden Sie sicher noch ein paar Jahre drauf kriegen hier. So. Festnehmen. Nicht gehen lassen. Der Kollege beobachtet das Ganze wieder mal aus der Ferne. Sehr professionell. Werden wir gleich mal abführen lassen. So. Transporter ist da. Oh Mann. Immer diese Flüchtigen. Tja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und schaut gerne dieses Video an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und tschüss.